So, hallo an alle, die hier mal wieder zusehen. Ich bin wie immer der Spange oder der Dennis, wie ihr es sagen möchtet. Ich komme darauf nicht klar, echt. Und willkommen zu einer neuen Mod-Review. Nämlich haben wir heute im Angebot den Armor Movement Mod. Folgendes, er fügt viele neue Kleidungsstücke hinzu. Also sieht aus wie alles aus Leder. Also man hat damit viele Möglichkeiten zu machen. Tun. Die Kohle habe ich ganz bewusst im Inventar. Ich werde euch auch noch erklären, wieso. Diese Mod ist für die 1.5 schon draußen. Ich spiele gerade auf der 1.5. Wie man es hier irgendwo lesen kann. Da oben am besten, ganz oben. Ja. Also, ich zeige euch erstmal die Crafting-Rezepte. Für das Parachute, also den Fallschirm, braucht man 3 Leder. An den Seiten, ja, 4 Fäden und in der Mitte ein Lederharnisch. Also hier so eine Lederjacke. Und dann bekommt man ein Parachute. Okay, Parachute zieh ich mal an. Wird angezogen wie normale Rüstung auch. Habe ich jetzt den Parachute dann? Ja. Alter. Okay, ich... Folgendes. genau. Also... Ich springe jetzt hier runter. Und wenn ich F drücke, dann gleite ich runter. Also F ist die Standardtaste, kann man aber natürlich umändern hier unten. Armor Action. Action! Ja, und hier steht noch Open Crafting Guide, das habe ich auf G. Ja. So, ausziehen. Das machen wir noch nicht. Das machen wir auch noch nicht. Mountain Boots. Ja, die kann man machen. Die Mountain Boots, folgendermaßen, weg dich. Die werden, ja, ne, sag mal, ja, so, also Lederstiefel und links und rechts Eisen, also ziemlich billig. Und es ist sehr cool, was man damit machen kann, nämlich ohne F zu drücken, einfach an der Wand lang gehen und ihr könnt da hochklettern. Was der Name Mountain Boot eigentlich schon sagt. So, wegmachen. Als nächstes nehmen wir mal die Springboots. Ich dachte eigentlich, das heißt Jump Boots, aber okay. Einfach Leertaste gedrückt halten, wenn ihr sie anhabt. Und ihr springt viel höher. Wie hoch springt ihr? Ja, 4 Blöcke springt ihr hoch. Natürlich zeige ich euch noch das Crafting-Rezept. Lederstiefel und darunter ein Pissen oder Kolben oder wie man es auch nennen möchte. Und dann bekommt ihr die Springboots. So, als nächstes nehmen wir mal das Jetpack. Hier müsst ihr irgendwie auch nicht F drücken. Einfach Leertaste gedrückt halten und ihr fliegt und ihr seht hier die coolen Partikel. Moment. Okay, man kriegt keinen Schaden, wenn man wieder auf den Boden kommt. Okay. Ja, Crafting-Rezept. Folgendermaßen, unten links und rechts Eisenbarren und oben links, oben rechts Eisenbarren. Ein Glider in die Mitte und links und rechts in der Mitte eine Lohnroute. Den Glider kann ich euch jetzt auch gleich zeigen. Den baut man folgendermaßen. Lederjacke in der Mitte, links und rechts Papier und in die Ecken Sticks. Oben und unten Fäden und dann bekommt ihr einen Glider. Und der Glider funktioniert folgendermaßen. Ja, jetzt passiert nichts. Ist richtig. Ach, ich bin schon ein Doofer. Sagt das aber nicht meiner Mami. Also, ihr springt, F, ihr gleitet. Voll dagegen. Nochmal. Ich spring mal woanders hin, weil man das dann besser sehen kann. Moment. Oh, jetzt hat es aber gerade geleckt, kann das sein? So, hier sieht doch gut aus. Hier springen wir mal. Drücken F und wir gleiten. So. Was ihr noch machen könnt. Wow. Hier habe ich das gerade gemacht. Magic. Nein, okay. Lassen wir die Spielchen. Was ihr mit dem Gleiter noch machen könnt. Ihr müsst natürlich nicht von irgendwo runterspringen. Ihr könnt auch einfach. Natürlich immer mit F drücken. Okay. Ich mache gerne Soundeffekte. So, als nächstes nehmen wir mal die Ice Skates. Folgendes. Ihr lauft über Eis.
Ihr lauft mit den Dingern einfach über Eis und da lauft ihr natürlich schneller, weil ihr Inline-Skate, nee. Inline-Skates, genau. Die zeige ich aber auch noch. Wie heißen die denn? Schlittschuhe, so heißen die Dinger. Schlittschuhe, Crafting-Rezept, Lederstiefel und darunter drei Eisenbarren. Habt ihr eure Ice-Skates? Als nächstes zeige ich euch die Heelys, die passen gerade so schön. Habt ihr das gerade gesehen? Ich auch nicht. Ja, ihr läuft ganz normal. Und wenn ihr dann F drückt, wii. Also theoretisch zieht ihr dann einfach noch mehr ab. Also, es ist so gesagt ein Speed Boost. Oh. Blöde Kuh. Hab ich schon gezeigt, wie man die baut? Warum Leder, Enderperlen? Okay, Lederstiefel, links und rechts Faden und links unten rechts Eisenbahn und unten in die Mitte Enderperle, warum auch immer. Und ihr bekommt Heelys. Heelys war nochmal voll im Mode, hatte ich auch mal welche von. So, als nächstes zeige ich euch noch den Helikopter-Head. Ihr macht das wie beim Jetpack. Einfach Leertaste gedrückt halten und dann geht ihr hier ab. Wenn ihr runterfällt, bekommt ihr auch keinen Schaden. Ist ziemlich cool eigentlich. Baut man mit einer Lederkappe darüber einen Stock und darüber drei Eisenbarren. Und dann bekommt ihr den Helikopter-Head. So, jetzt sind wir am Wasser. Jetzt zeige ich euch mal den Scuba-Head oder wie man das ausspricht. So, damit könnt ihr abtauchen, also ist einfach ein Taucherhelm. Und ihr verliert hier unten, verliert ihr keine Blasen. Und ja, jetzt wo ich schon mal unter Wasser bin, da halte ich das Ding mal an und ziehe mal die Flippers an. Jetzt bin ich nämlich sehr, sehr schnell unter Wasser, also mal zum Vergleich. Yeah, was geht? Und jetzt die Flippers. Ja, was geht? Ja, okay. Und jetzt möchte ich wieder hoch, aber bin zu faul aufzutauchen. Zieh ich einfach die Life Vest an. Und ich tauche auf. Wunderschön. Wie waren die drei Sachen, die ich gerade gezeigt habe, gleich crafted, erzähle ich euch gleich. Und, ja. Und wenn ihr die Flippers anhabt, dann werdet ihr im Sprung so ein bisschen eingedämpft, so ausgebremst, verstehst du? Also wirst du so ein bisschen gebremst, wenn du springst. Okay. Alles drei wieder ausziehen. So, die Flippers baut man folgendermaßen. Unten links, unten rechts ein Stock und dann so angeordnet Leder. Dann bekommt ihr die Flippers. Und die Life West. Einfach sie 8 Wolle. So wie ein wie eine Brustplatte, nur aus Wolle. Ja, das ist weiße Wolle und da steht schwarze Wolle. Deswegen ist da das Sternchen, weil das jede beliebige Wolle sein kann. Und den Taucherhelm einfach Leder, wie ein Lederhelm anordnen und irgendwie mit einer Glasscheibe. Was hier das Sternchen zu bedeuten hat, habe ich keine Ahnung, tut mir leid. Das war's sogar schon wieder mit dem Mod Review. Mit der Mod Review, wie auch immer. Ja. Ich fliege jetzt noch ein bisschen rum. Was mache ich noch? Was kann ich noch machen? Ich bin gemein. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Der Seed steht übrigens auch wieder in der Beschreibung. Wie immer. Gut. Ciao, ciao. Moment, Moment, Moment. Werkbank. Möchtest du dich auch bedanken fürs Zusehen und dich verabschieden? Gut. Los. Hey, tschüss.